damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jubo, das Let's Play mit mir, Mint, von den Chucky Monkeys. Und ja, wir sind auf dem Weg, ne? Volle Pulle AK Richtung Wolfsrudel. Ich kann euch das mal kurz zeigen, damit ihr Bescheid wisst. Und zwar, ja, wir haben jetzt hier noch so einen kleinen Frachter entdeckt, der interessiert uns jetzt aber nicht. Null, niente nada null. Und wir haben eine Strecke von, und zeigt das mir an, 420 Kilometer vor uns. Das könnte äußerst knapp werden. Äußerst knapp. Wir müssten rein theoretisch Minimum 30 Knoten fahren, damit wir da überhaupt noch rechtzeitig ankommen. Weil wenn ich das so rechne, ich schaffe 32 Kilometer die Stunde, also schaffe ich 310 Kilometer alle 10 Stunden. Und wir haben noch 18 Stunden, um da anzukommen. Deswegen AK in die Richtung. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und ja, mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Das ist das Wichtigste. Das ist wirklich das Wichtigste. Wir werden jetzt nochmal schnell den Nico schnappen. Auch wenn das jetzt ein bisschen scheiße ist, weil wir natürlich in dem Augenblick sofort Geschwindigkeit verlieren. Mein Gott, mach die nicht so breit da. Und werden mal ganz schnell nochmal mit dem nochmal einen Kaffee wegzischen. Das interessiert mich auch nicht, ob wir jetzt irgendwie entdeckt werden oder so. Tico, sag ich dir, Dufti. Dufti. Ei, ei, Hacker-Leute. So, und dann AK. Holt alles raus aus den Maschinen, was wir haben. So, Nico schicken wir, der ist ja in der Ruhepause. Okay, dann werden wir uns Kapitän. Den Herrn Schwarzmann nehmen von der Kursbestimmung. Und werden mit dem jetzt schon mal hier das Boot ein bisschen durchgehen. Und alles einschalten, was wir brauchen. Es ist uns jetzt eigentlich quasi egal, sag ich jetzt einfach mal, ob die uns entdecken, weil wir müssen zusehen, dass wir jetzt hier wegkommen. Bestätigt. So. Okay, ich würde sagen, wir beschleunigen. Na, wenn ihr natürlich in Zukunft keine Folge mehr von Jubo verpassen wollt, sagt euch gleich, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr seid immer auf dem Laufenden. Und ich bin jetzt mal ganz gespannt, was uns jetzt hier gleich bei der Wolfsrudel-Geschichte erwartet. So, dann werden wir jetzt auch mal alle Mann hier nach und nach in die Ruhepause schicken. Warte mal ein bisschen schnell. Den speichert er gerade. Zeit für eine Pause. Oh, wir sind schon da. Das ging so schnell. Drehen wir die Kiste. 9 Stunden verbleibende Zeit. So, und dann werden wir den Mintway in die Beobachtung schicken. Ja, der Nico ist natürlich jetzt zusammengebrochen. Der Nico, sage ich, der Erik Schwarz. Herr Kaloy. So. Funk gibt es gerade nichts zu tun. Diesen Haken schlagen und dann in die Richtung, Leute. So. Hier soll jetzt dieser Wolfsrudel-Konvoi irgendwo sein. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir sind da. Aber irgendwie. Kein anderer. Sind wir die Einzigen? Ja, anscheinend sind wir die Einzigen hier. Herr Kaloy. Dann würde ich sagen, wir schicken erstmal alle Leute, die sich ausruhen müssen, in die Ruhepause und warten jetzt hier erstmal. Ja, wir haben die Koordinaten erreicht. Komisch.
Ach, was sind die da hinten? So, Alamogin, stopp, jetzt sind wir da. Wir sind eigentlich bei den Koordinaten, aber irgendwie passiert hier nichts. Kapitän? So nichts zu sehen. Habe ich meinen ganzen Treibstoff jetzt umsonst verballert? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Na gut, okay. Bleiben wir trotzdem hier stehen. Herr Kaloy. Und schauen mal, was wir noch so machen können. Und warten ab, würde ich mal sagen. Tja. So ist das. Okay. Ich könnte ja mal gucken, ob ich mit dem Nico da jetzt irgendwas erreichen kann. Nee, da ist auch nichts zu erleben. Das ist natürlich etwas ärgerlich jetzt, ne? Ja, dann müssen wir wohl jetzt hier warten. Wir haben wohl keine andere Möglichkeit, wie jetzt hier zu warten. Dann machen wir das. Beschleunigen wir mal ein bisschen. Schneller, schneller! Ach, das wollte ich jetzt so nicht. Melde mich zum Dienst. Tja, wir sind jetzt hier bei den Wolfsrudel-Koordinaten, aber es passiert nichts. Ich würde sagen, wir warten hier mal ein bisschen. Vielleicht passiert ja doch noch was. Sehr wohl, Herr Kaloy. Nutzen die Chance, dass sich alle ein bisschen ausruhen. Den Mitwehr schicken wir auf die Brückenwache. Nico in die Ruhepause und dann bleiben wir jetzt einfach mal hier stehen und mal gucken, was sich erwartet gibt. Tja, wie Sie sehen, ergibt sich nichts. Schade. Dann haben wir hier wohl Pech gehabt, anscheinend. Okay, dann gehen wir noch mal ein bisschen auf Suchkurs. Oder mal gucken, vielleicht sollten wir so ein bisschen fahren. Ob sich da was ergibt. Auf kleine Fahrt und auf geht's. So. Dufti, Dieselmotoren. Herr Schwarz an die Kursbestimmung und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, wir werden hier Schornsteinrauch entdeckt. Da fahren wir doch da mal hin. Zumindest eine Sache. Kapitän? So. Jawohl. Ah, nein, du sitzt in das Funkgerät. Genau, bist du ja perfekt. Dann fahren wir doch da mal hin.
Schornsteinrauch, Attacke. Da sind sie. Ja, dann fahren wir halt dahin. Was haben wir denn da? Schwedischen Frachter. Der bringt uns nicht weiter. Tja. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Dann tigern wir mal ein bisschen hier rum, Leute. Jawohl. Zu Befehl. Weil der Frachter bringt uns nicht weiter, das kleine Ding. So, Nico, schicken wir nochmal in die Ruhepause. Fahren noch ein bisschen über Wasser weiter und wenn der ausgeruht ist, dann fahren wir mal unter Wasser und mal schauen, ob wir irgendwo was finden. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Puh, so müde. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Geringe Navigation, aber Herr Schwarz ist schon auf dem Weg. Und dann würde ich sagen, wir tauchen mal ab. Hören uns ein bisschen um. Alarm tauchen! Das ist jetzt, ich bin ein bisschen geknickt, ihr merkt das schon sicherlich. Weil ich habe da jetzt ein bisschen mehr erwartet bei dem Konvoi. Aber mal gut, man kann nicht alles haben. Wechseln auf E-Motor. So, dann hören wir uns mal um. Ei, ei, Herr Kaloy. Herr Kaloy. 30. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Da haben wir was. Abfangkurs berechnen. Ei, ei, Herr Kaloy. Schneller, schneller! Da haben wir doch was. Wo sind die? Wie wollen die denn fahren? Die sind aber flott unterwegs. 40. Ich sag jetzt mal, die fahren so. Und deswegen sag ich mal, wir fahren auch so. Koordinaten setzen. Bestätigt, Schrauben, Herr Kaloy. Und dann tauchen wir mal auf. 40. Und schauen wir mal, ob wir die kriegen. Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Bestätigt. Auf Seerohrtiefe. Zeit für eine Pause. Ah, jetzt bist du auch noch müde. Oh Mann, ey. Wechseln auf Dieselmotor. Bestätigt. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. So ein Mist. So, dann schauen wir doch mal, ob wir die kriegen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Da sind sie. Da sind sie. Sehr wohl, Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. Im Dienst. Da haben wir sie.
fahren die lang? Die fahren so, ne? Wir schlagen mal einen Haken. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Alarm! Auf Gefechtsstation! Okay. Auf Seerohrtiefe. Auf Seerohrtiefe gehen wir. Hier irgendwo waren sie. Die kriegen wir. Das wäre doch gelacht. Wechseln auf E-Motor. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ach ja, geringe Navigation. Wer hätte das gedacht? Wie sieht denn das aus eigentlich? Das ist sehr hell. Wir sind auch noch übelst weit weg von den Kameraden. Vielleicht sollten wir noch mal kurz einmal auftauchen. Weil ein Sauerstoff, der reicht auch nicht so ewig lange. Wechseln auf Dieselmotor. Alarm! Auf Gefechtsstation! Okay, entdeckt wurden wir noch nicht. Aber hier haben wir zwei kleine Frachter. Das ist schon mal gut. Warte mal, wie fahrt ihr denn? Gehen wir vielleicht doch schon auf Seerohrtiefe? Die fahren anscheinend so. Was haben wir da? Zwei schöne Frachter. Ich würde sagen, dann gehen wir doch auf Seerohrtiefe. Auf Seerohrtiefe gehen. Wir haben unseren Kurs, dass wir den dann so quasi in 6,7 Kilometer kriegen wir die. Wir müssen halt bloß AK bleiben. So. Torpedos vorwärmen. So, und jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Torpedokurs berechnen. Schiffsschrauben, Herr Galoy. Da hinten sind nochmal Schiffsschrauben. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die beiden. Torpedo ausrichten. Herr Galoy. Wir brauchen dringend den Schnorchel, Alter. So. Torpedokurs berechnen. Sind die eigentlich bewaffnet? Die sind nicht bewaffnet. Dann werden wir doch jetzt mit denen mal unseren Spaß haben.
Das könnte interessant werden. Aber das gucken wir zu der nächsten Folge, meine Freunde. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen. Ich verabschiede mich von euch, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.